Hallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier auf Two Let's Do. Heute geht's mal los mit FIFA Mobile. Ich will das Ganze mal von Anfang an testen. Ich hab's mir gerade runtergeladen, ich hab's doch nie gespielt. Ich hab's jetzt zum ersten Mal gestartet. Ihr seht es hier, Ben Masterful, Level 1, 0 von 21 XP. So, Trainingslager, Kampagnen, das ist das Erste, was ich hier jetzt spielen kann. Ich würde mal sagen, ich probiere das einfach mal. So. Trainingslager, okay. Also bitte seid mir nicht böse, wenn ich hier ein absoluter Noob bin. Ich habe keine Ahnung von FIFA Mobile. Ich habe das Ganze zum ersten Mal jetzt gestartet. Ihr könnt mir gerne Tipps geben. Darüber würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir hier Tipps in die Kommentare schreibt. Und wenn ihr natürlich mehr FIFA Mobile sehen wollt, schreibt mir auch das in die Kommentare. Zugegeben, ich habe mich hier vom Packs Trader anstecken lassen mit FIFA Mobile. Deswegen mal gucken, wie das Ganze hier funktioniert. So, so wird gespielt. Jetzt muss ich hier das Hütchen anklicken. Schießen lernen, okay. Ziel, erziele 5 Tore. Leicht, sollte ich also schaffen, würde ich mal sagen. Warum ich nach unten gucke? Ich spiele auf dem Tablet. Lernen, wie man aufs Tor schießt und Tore erzielt, okay. Also, das ist jetzt die erste Trainingsmission hier. Ich würde mal sagen, spielen. So, so wird gespielt. Gameplay-Ressourcen werden heruntergeladen. Also man braucht leider immer eine WLAN-Anbindung, um das zu spielen. Ja, hoffen wir, dass das hier bei mir ganz gut funktioniert. So, triff, indem du aufs Tor wischt. Okay. Erfolg. Also ich wische hier, wische auf eine Seite des Tores, um deinen Schuss in der jeweiligen Ecke zu platzieren. So, hier wischen, Treffen vermeiden. Erfolg! So, wische auf eine Seite des Tores, um deinen Schuss in der jeweiligen Ecke zu platzieren. Okay. Also ich soll zum hier wischen hin machen, ne? So. Also, zweites Tor. 1 gegen 1 Torwart. Erziele Tore gegen den Torwart, um zu gewinnen. Okay. Und jetzt? Okay, ich muss nur schießen. Also ich dachte, ich muss hier das erste Mal auch steuern jetzt. Nein, nein. So, und er läuft und... Ja, reingewischt. Also Tore erzielen, 5 von 5 Tore. Das ist ja schon mal ganz einfach. Schießen lernen, Ergebnisse, 5 Tore, Schwierigkeit leicht. Erfolg, zack, weiter. Schon geil gemacht hier. So, deine Schüsse machen einen guten Eindruck. Nun solltest du lernen, wie man passt. Okay. Jetzt geht's hier los. Passspiel, Training. Schließe 4 Pässe ab leicht. Erlerne die Grundlagen des Passens. Okay. Auch das mache ich natürlich gerne. Also diese FIFA Mobile App ist von EA Sports und kann man im Google Play Store runterladen. Also, falls das jemand so wie ich noch nie gespielt hat. Oh, verdammt. Also, Mitspieler an Erfolg. Das ist ja einfach. Tippe einen Mitspieler an, um zu passen. Wieder nur ein Pass? Also das ist für Doofe gemacht hier. Tippe den freien Raum von deinem Mitspieler an, um einen Steilpass auf ihn zu spielen. Dahin. Und der kann dann abschließen. Ah, ist hier leider nicht. Tippe den freien Raum vor deinem Mitspieler an, um einen Steilpass zu ihm zu spielen. Also, tippen. Okay. Dahin. Dahin spielen. Oh, du musst treffen, um zu gewinnen, okay. Was für ein Tor hier. Gut, 4 von 4 Pässe, Erfolg. Ja, 4 von 4. Machen wir weiter. Haben wir doch gut hinbekommen, ne? War auch nicht so schwer. Jetzt solltest du deine neuen Fähigkeiten in Sachen Passen und Schießen mal unter Beweis stellen. Okay. Also wieder das dritte Trainingshütchen. Wir haben schon 6 XP, XP gesammelt hier. Ihr seid von Anfang an dabei bei mir. Setze das bisher Gelernte ein, um auf den Rasen zu glänzen. Naja gut, so viel habe ich ja noch nicht gelernt. Aber mal gucken, was damit gemeint ist. Wie ich hier glänzen muss. So, nun kannst du zum Passen antippen und zum Schießen wischen, um Tore gegen die Abwehr zu erzielen. Oh, ich wollte ihn... Oh, das, habt ihr das gesehen? Der rutscht noch rein.
Ich muss mich ein bisschen konzentrieren hier. Erziel in diesem 4 gegen 4 Szenario ein Tor. Okay. Und er läuft und er macht ihn! Also 3 von 3 Tore haben wir dann auch hier erzielt. Schwierigkeit leicht, 3 von 3. Also, das fängt ja schon mal gut an hier. Ja, das Ganze basiert nur auf Ultimate Team. Also man kann hier nicht mit dem FC Bayern spielen oder so. Man hat hier nur Ultimate Team, glaube ich. Ne? So, sehr gut. Hier hast du einen neuen Silberspieler, der dein Ultimate Team, da steht es doch mal, stärken wird. Hol ihn dir jetzt. Okay, Belohnung. So, Zardes. Mal gucken, gehen wir mal ins Team rein hier zum Öffnen, Antippen. Oh, Pack Opening. Naja, Pack Opening, bisschen übertrieben. Ja, von den LA Galaxy USA, Major League Soccer, Boost, Beschleunigung, FIFA Basis, Silberspieler. Ja, okay. Super, du hast einen, deinen ersten Silberspieler im Team. Stelle ihn jetzt in dein Ultimate Team. Okay, müssen wir auf das Häuschen klicken. Aha, mein Team. Klicken wir mal rauf, wir sollen ja jetzt raufklicken. So, das ist die Startelf, das ist dein Ultimate Team. Skillboost 48. Okay. Dein Team Gesamtwert zeigt an, wie stark dein Ultimate Team ist. 48, oder? Oder wo steht das? Steht das noch irgendwo anders? So, nun solltest du deinen neuen Stürmer durchtauschen, in dein Team stellen und dir anschauen, wie er deinen Team Gesamtwert verbessert. Okay, tauschen. Ah. So. Dein Silberspieler steht nun in deiner Startelf. Schau dir an, wie sich dein Ultimate Team dadurch verbessert hat. Auf 50! Dein Teamgesamtwert ist gestiegen. Hol dir weiter bessere Spieler, um ein noch stärkeres Ultimate Team zusammenzustellen. Okay, oh, ich habe sogar 21.500 FIFA-Münzen. So, 4-3-3, das ist okay. Das werde ich erstmal so lassen. Torwart Viva. Mhm. Okay, was können wir noch machen? Ich will weiter trainieren. Setze die Kampagne fort, dann kannst du dir schon bald einen Elite-Cristiano Ronaldo für dein Ultimate-Team holen. Gut. Trainingslager-Kampagnen machen wir. Was haben wir noch? Im Trainingslager. So wird gespielt. Ah, das nächste Hütchen. Klicken wir mal an. Mal gucken, was wir hier haben. Erlerne das Dribbeln. Das könnte interessant werden. Lerne, wie man sich auf dem Rasen bewegt. Siegprämie 500 Münzen und 3 XP. Ja, Münzen sind ja Gold wert in Ultimate Team. Ich spiele auch im Moment sehr verstärkt Ultimate Team auf der PlayStation. So, aber darum soll es jetzt nicht gehen. So, bewege dich, um weiterzukommen. Bewege dich mit dem virtuellen Stick, um weiterzukommen. Erfolg, okay. Aha, Dribbel mit dem virtuellen Stick durch ein Hindernisparcours und macht das Tor. So, und jetzt muss ich, aha. Zack. Haben wir geschafft. Bewege dich durch die Zone, dribble mit dem virtuellen Stick in die Zone. So, greifen die mich an. Das war ja einfach. Sprinte ans Ende. Bleibe mit dem virtuellen Stick auf dem Sprint-Button vor der Linie und erreiche das Ende. Sprint-Button? Aha. Okay, also es gibt auch Sprint-Button hier. Das ist ja fast wie ein echter Controller hier. So, haben wir geschafft. Also dribbeln mit dem virtuellen Stick. 4 von 4 Abschnitte. Zugegeben, das war ja mal wirklich voll easy hier. So, was haben wir noch? Nächstes Training. Lerne das Abwehrspiel, führe zwei Zweikämpfe durch. Lerne, wie man das eigene Tor verteidigt und dem Gegner den Ball abnimmt. 500 Münzen und wieder 3 XP. Dann haben wir 15 XP. Also wir gehen hier bald auf Level 2 zu. Das ist echt hart. Hart erlernt. So, erlerne das Abwehrspiel. Halte den Sprint-Zweikampf-Button gedrückt, um dem Gegner den Ball abzuluxen. Okay. Das ist ja einfach. Also nichts mit Stick und so. Halte den Sprint-Zweikampf-Button gedrückt, um den Gegner den Ball abzuluxen.
Im Ernst? Okay, also das ist ja mal sehr einfach. Und dafür, also zum Abluchsen des Balls einfach, das sind die Anfänger. Das sind die absoluten Anfänger-Dinger hier. Ne? So, wir kriegen noch eine Überraschung. Trainingsobjekte, wir kriegen 1000 Münzen. Dann kriegen wir nochmal 1000 Trainings-XP. Und 2 Bronze-Basisspieler. Na gut. Abruf. So, zum Öffnen antippen. Also das Ganze sieht schon nice aus. Ist echt cool gemacht, muss ich sagen. Also mir gefällt das sehr gut. So, Münzen. Alle anzeigen. Können wir wischen? Ah, wir können auch wischen. Trainings-XP. Mit diesem Trainings-XP-Objekt kannst du einen billigen Spieler trainieren und seinen Gesamtwert verbessern. Wow, das ist auch gut. Das gibt es auf der Konsole, glaube ich, auch nicht. So, Harrison. Boost-Positionsspiel ist halt wieder nur ein Bronzespieler. So, zweimal Harrison. Was soll das denn? Da kriegen wir zweimal den gleichen Spieler hier. Naja. Du hast einen neuen Spieler und ein Trainings-XP-Objekt erhalten. Schau dir an, wie du dein Ultimate-Team damit weiter verbessern kannst. Okay. Schauen wir mal. So, wir haben schon... Ja, wir sind gut. dein neuer Stürmer ist schwächer als der Silberstürmer, den du bereits hast. Okay. Aber du kannst ihn trotzdem einsetzen, um deinen Silberspieler zu trainieren. Will ich das jetzt schon? So, tauschen, trainieren. Okay, machen wir das einfach mal. Mal gucken, was hier passiert. Trainieren wir mal den Silberspieler. Nun solltest du deinen Silberstürmer trainieren. Okay, einfach Spieler trainieren. Kann ich noch irgendwas auswählen? Nee, kann ich nicht. Gut, Spieler trainieren, machen wir das einfach mal. Dies ist die Trainings-XP-Anzeige deines Spielers. Du kannst die Anzeige mit Trainings-XP-Objekten oder überschüssigen Spielern füllen und so den Gesamtwert deines Silberstürmers erhöhen. Aha. Gut, also muss ich jetzt dieses Objekt einfügen. Ne, nur anklicken, okay. Ah, toll, Gesamtwert 71 jetzt, oder? So, und da kostet mich das Ganze jetzt hier 6925 Münzen, ist das deren Ernst? Ja, in der Tat. Ich habe den Silberspieler verbessert, das Ganze hat mich 6000 Münzen gekostet. Wow. Zur Verbesserung deines Silberstürmers von 90 auf 70 hat es ein Goldspieler aus ihm gemacht. Okay. Hat sich ja doch gelohnt. Wenn du Spieler trainierst, kannst du dein Ultimate-Team weiter verbessern. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, kann ich aus jedem Spieler einen richtig guten Spieler machen? So, aber mehr trainieren will ich hier gar nicht. Du bist noch ein Event vom Erhalt eines Cristiano Elite Ronaldos entfernt. Das machen wir noch. Das kriegen wir noch hin hier. Trainingslager. Trainingslager, so wird gespielt. So, nächstes Hütchen. So, ich kriege 500 Münzen und 3 XP. Da kommen wir schon den einen magischen 21 XP näher. So, ein Glück habe ich hier einige recht gutes WLAN. So, was müssen wir machen? Müssen wir gewinnen? So, es ist das erste Mal, dass ich jetzt hier spiele. Daran muss man sich echt gewöhnen. Jawohl, der ist drin! Der ist echt drin! Das war ja einfach! So, hier nochmal die Wiederholung. Boah, da muss man ja echt hier, also... Linker Stick, da muss man wischen, da muss man antippen, also muss hier ja viel machen. Also das finde ich jetzt schon komplizierter als die Trainingseinheiten, aber wir haben hier ein Tor. Komm schon, komm schon. Ja. So, wie lange dann können wir sprinten? Gleich ist die 90.
Ja. Nein. Jawolski! Was? 4-0? 4? Habe ich gerade geträumt? Ich habe doch nur ein Tor gemacht. Wo kam denn hier das 4-0 her? Hä? Na gut, wir haben den Erfolg. Habt ihr noch drei weitere Tore gesehen? Auf einmal waren 90 Minuten um. Na gut. So. Also, wir haben auf jeden Fall den, ja. Okay. Kriegt jeder jetzt am Anfang so einen Cristiano Ronaldo? Zum Öffnen antippen. So, Cristiano Ronaldos Dos Santos Aveiro. Boostgeschwindigkeit Cristiano ist einer der besten Fußballer der Welt. Mobile Meister Version. Keine Aktion möglich. Okay. Weiter. So, mit Team Update kannst du Zeit sparen und neue Spieler automatisch in dein Team stellen. Probier es gleich mal aus. Team Update. Team abgedatet. Weiter. So, du hast das Trainingslager abgeschlossen. Super. Ja, hervorragend. Wie geht's jetzt weiter? Hilfe, ich weiß nicht, wie man das Spiel spielt. Verpasse deinem Ultimate Team eine unverkennbare Identität. Wähle ein Trikot und wähle ein Vereinswappen und Trikot aus. Das machen wir alles in der nächsten Folge. So, wie komme ich hier zurück? Wappen wählen. Also, jetzt muss ich erstmal ein Wappen wählen hier. Ach du liebes Lieschen. Ja, keine Ahnung. Extra Klasa. So. Ja, hier Bundesliga, dritte Liga. Oh, Manometer. Also hier hat man gar nicht so die große Auswahl. Das hätte ich gerne. Kann ich das nicht nehmen? Muss ich? Ansicht. Ah, okay. Ja, dann nehmen wir das Bayern-Logo. Ich, ne? So. Also, gucken wir nochmal mein Team. Ronaldo müsste jetzt eigentlich... Nein, ich will nicht in den Shop. Okay, beim nächsten Mal geht's an dieser Stelle weiter. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das erste Mal FIFA Mobile. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.